Moin, hier ist Sebastian Specht von der Uli Jeno Oldenburger Energiegenossenschaft. Ich stehe hier mit unserem Oberbürgermeister, Herr Kruckmann. Moin. Wir haben unsere Photovoltaikanlage hier auf dem Dach der Feuerwache heute eingeweiht. Und dankenswerterweise, Herr Kruckmann da. Dankeschön. Ja, gern gekommen. Obwohl die Sonne nicht so scheint heute. Nee, der einzige Tag in der Woche. Genau. Was macht denn die Stadt noch so alles, um mehr Photovoltaik auf die Dächer zu kriegen? Also wir haben ja ein Solarkataster erstellen lassen. Das heißt, wir haben uns angeschaut im ganzen Stadtgebiet, welche Dächer eignen sich dafür, für Solarenergie genutzt zu werden. Oder auch Solarthermie. Also man kann ja auch warmes Wasser produzieren damit. Und wir haben festgestellt, wir haben 95.000 Dächer in Oldenburg. Wusste ich auch nicht. Große Zahl. Und die Hälfte davon könnte eine Solaranlage tragen. Und da sind wir im Moment noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Heute kommen wir natürlich mit der Feuerwache einen kleinen Schritt voran. Aber da gibt es wirklich noch eine Menge Möglichkeiten. Und ich kann alle Interessierten wirklich nur auffordern, sich bei onbook.de, also auf unserer Internetseite, zu informieren, welche Möglichkeiten es dort gibt. Und wir beraten natürlich auch. Okay. Den Link findet ihr dann unter dem Video. Kommen wir von der Erzeugungsseite zur Versorgungsseite mit Strom. Die Stadt Oldenburg, wie versorgt die sich denn mit Energie? Also die Stadt Oldenburg muss ja ihren Stromverbrauch ausschreiben. Das hat sie auch gerade wieder getan. Und es ist inzwischen bei uns üblich, dass wir auch Naturstrom oder also Ökostrom im Grunde ausschreiben. Das ist also eine Herausforderung, die wir an die Stromversorger stellen. Das müssen sie uns liefern. Das ist natürlich bilanzieller Ökostrom. Das heißt, das wird aus einer Gesamtrechnung errechnet. Aber im Großen und Ganzen kann man dann wirklich sagen, hat man dann wirklich diesen Naturstrom, der aus erneuerbaren Energien entsteht. Ja, das ist ja schon mal sehr erfreulich. Dann habe ich gehört, dass Sie neulich die Schüler von Fridays for Future bei sich im Büro stehen hatten. Eine der Forderungen ist ja, die Grundversorgung im Stromnetz auf Ökostrom und Ökogas umzustellen, also klimafreundlich zu gestalten. Nur hat die Forderung ja den Hintergrund, dass tatsächlich irgendwie 393 Gramm CO2 pro Kilowattstunde tatsächlich ausgestoßen wird in der Grundversorgung. Kann man da was machen? Können Sie da was machen? Sie sind doch im Aufsichtsrat. Ja, also ich glaube, unser örtlicher Energieversorger, die IWE, die muss man hier wirklich loben, wenn wir haben 60-70% Strom aus erneuerbaren Energien schon im Netz. Das Problem, was wir im Moment haben, ist ja eher, dass wir Windspitzen haben oder auch Spitzen bei der Sonnenenergie, die wir nicht nutzen können. Das heißt, wir schmeißen Strom im Moment weg. Ich habe letztens eine Zahl gehört, die hat mich ein bisschen erschrocken. Es gibt über 3000 Eingriffe bei der EWE ins Netz jedes Jahr, wo abgeregelt wird. Das heißt also, wo im Grunde der Strom abgeregelt wird, der nicht verbraucht werden kann, weil der Wind in dem Moment zu stark weht und die Verbraucher nicht so viel sozusagen anfordern in dem Moment. Und von daher, sage ich mal, sind wir, glaube ich, hier im Nordwesten auch mit der vielen Windenergie, aber auch mit den Solaranlagen, die wir haben, ganz gut aufgestellt. Vielleicht müssen wir noch beim Leitungsausbau vorankommen, dass wir wirklich in Deutschland dann diese Ströme besser verteilen können. Und was ich mir auch wünschen würde, dass wir diese Sektorenkopplung schaffen. Das heißt, dass wir zum Beispiel aus Strom, den wir dann über haben, auch Mobilität machen können. Zum Beispiel für Wasserstoff. Wir überlegen das, also ich habe diese Woche einen Wasserstoffzug mir angesehen, der im Regionalverkehr laufen könnte. Den gibt es schon, wird in Niedersachsen produziert, bei Alstom. Wir können uns aber auch vorstellen, dass wir für unsere VWG, für unsere Busse das noch mehr nutzen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt nicht die eine Lösung, aber sehr viele Dinge, die schon passieren. Aber das klingt ein bisschen so, als wäre die Energiewende was, was immer noch in der Zukunft liegt. Haben wir so viel Zeit? Also ich glaube nicht, dass die Energiewende in der Zukunft liegt. Die Energiewende hat längst begonnen. Das glaube ich schon. Allerdings schaffen wir es im Moment noch nicht, aus der Vielzahl der Produktionsstätten für erneuerbare Energien auch gleichzeitig eine starke Reduktion der CO2-Emissionen zu machen. Also da muss irgendwie, es ist ja auch wahnsinnig viel passiert im Bereich der Gebäudesanierung. Was ist alles gedämmt worden, was ist dort alles gemacht worden, Heizung erneuert. Und trotzdem, wir haben jetzt noch nicht die sprunghafte Reduzierung der CO2-Emissionen. Und ich finde, da muss nochmal angesetzt werden, dass das, was alles bewegt wurde, dass das wirklich auch zielgeleitet dazu führt, dass wir weniger Emissionen haben. Und daneben müssen wir wahrscheinlich an einigen Punkten wirklich nochmal nachdenken. Also im Verkehrswende, also der Bereich des Automobilverkehrs, da wird sicherlich einiges passieren. Ganz persönlich kann man natürlich auch dazu beitragen, indem man aufs Auto verzichtet, wo es immer geht, in Oldenburg besonders gerne, indem man das Fahrrad benutzt. Ja, haben Sie da noch wo macht Ihnen denn persönlich Klimaschutz am meisten Spaß? Ja, das Fahrrad ist natürlich was sehr Schönes. Also ich würde immer beim Klimaschutz gerne vom Meer reden, was einem Spaß macht und was man noch mehr tun könnte. Das ist natürlich das Fahrradfahren. Es gibt aber natürlich auch Dinge, die diskutiert werden, die man weniger tun sollte. Die Frage ist wirklich, muss man im Jahr 20 Mal grillen oder kann man den Fleischverbrauch, der natürlich auch mit dem Klima
Schutz zu tun hat oder mit dem Klimawandel zu tun hat, kann man die noch reduzieren. Die Diskussion um Flugreisen und so weiter will ich hier nicht wiederholen. Aber hier vor Ort kann man sicherlich eine Menge machen, indem man sich anders fortbewegt und vielleicht auch ein bisschen achtsamer auch einfach mit dem, was man so tut. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gut, ich bedanke mich. So, tschüss.